Ja, hallo. Ich glaube, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Und zwar, sie ist von Kafka. Eine ganz kurze, also nicht die berühmte, die Verwandlung, die fast jeder kennt, aber nein, nein, ich meine schon eine sehr kurze, eine halbe Seite lang ist sie, wenn überhaupt. Und sie beschreibt einen Mann, der stirbt und jetzt vor das Gesetz tritt. Ich erkläre später, was damit wohl gemeint sein könnte, aber erstmal kommt er vor das Gesetz. Und er kommt an ein tolles Tor und es ist auch wirklich wunderschön da drin. Also es ist also eine tolle Musik, es duftet so herrlich. Aber er kommt da nicht wirklich rein. Er steht vor der Tür und darf nicht reingehen, weil da steht eine Tür vorne und lässt ihn nicht rein. Und da sagte der Mann, na, die Tür steht doch offen, ich könnte doch einfach nur reingehen. Nee, sagte der Tür steht, ja, da steht noch ein zweiter. Und mit dem kriegst du dann richtig. Nicht, der verbietet es dann richtig, da durchzugehen. Ach so, sagte der Mann enttäuscht. Es duftete auch so toll und das scheint eine dufte Stimmung zu sein, scheint alles ganz herrlich zu sein. Und sagte, ja, was soll ich jetzt tun? Naja, sagte der Türsteher, dann warte am besten und bot ihn einen Schemel an. Okay, der Mann setzte sich hin, erwartungsfroh, dass er dann ja wohl auch bald rein dürfte. Aber er durfte nicht rein. Und allmählich wurde der unruhig, auch unzufrieden und murrte auch irgendwie und knurrte auch und sagte zu dem Türsteher, was soll ich denn tun? Er bot ihm Geld an. Er bot ihm Edelsteine an, alles, was er hatte. Und der Türsteher nahm das auch alles und sagte, ich nehme das nur, damit du nicht wütend bist und denkst, du hast was versäumt. Okay, und dann nahm er das Geld wieder. Gott, das nehme ich jetzt aber auch hier. Und dann nahm er das Geld ließ ihn aber trotzdem nicht rein. Und der Mann vor der Tür wartete und wartete und wartete. Und so verging die Zeit. Und die Zeit verging sehr langsam, aber sie verging und verging und verging. Und irgendwann wurde der Mann mürrisch, knurrig, wurde immer vergrämter. Brummelte da was in seinen Bart und saß auf seinem Schemel und guckte da begehrlich immer zu dieser offenen Tür, in der also die Verheißung des Himmels zu allen waren. Und wurde schließlich krank und alt und schließlich starb er. Abermals sozusagen. Und dann winkte er den Türsteher nochmal zu sich. Und dann flüsterte er, und der Türsteher musste sich sehr, sehr tief runterbeugen, um überhaupt zu verstehen, was der Mann da sagte. Dann flüsterte der Mann nur, ich verstehe eines nicht. Alle wollen doch vor das Gesetz. Wieso ist außer mir keiner gekommen? Da sagte der Türsteher nur, durch diese Tür hättest nur du gehen können. Die Tür war nur für dich bestimmt. Niemand sonst hätte da durchgehen können. Ich gehe jetzt und schließe sie. Damit ist die Geschichte zu Ende. Ich glaube, wir sollten uns vor das Gesetz nochmal gut angucken. Vor das Gesetz heißt die himmlische Ordnung. Und nur wer eine entsprechend hohe Schwingung hat, kann da rein. Und irgendwie scheint mir das so zu sein, als brummelt da jeder vor sich hin und fängt an, sich gegenseitig zu puffen und zu schlagen und zu prügeln, um was zu erreichen. Nur um die eigene Schwingung noch schlechter zu machen, dass man noch schwerer da reinkommt? Obwohl das eigentlich ganz leicht ist. Denn um vor das Gesetz, sprich in die himmlische Ordnung zu kommen, muss ich nur alles unterlassen, was mich von ihr trennt. Aber das haben leider nicht allzu viele verstanden. Geschweige denn, dass sie das anwenden. Und geschweige denn, dass sie auch nur ansatzweise das aktiv umsetzen. Ich meine, ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten. Es mag auch etwas schwerer zu verstehen sein, was ich hier sage. Noch schwerer ist es zu verdauen. Denn unabhängig von diesem ewigen der hat Schuld, der hat Schuld, der hat Schuld, sage ich hier etwas höchst Unbequemes. Denn irgendwo sage ich, ohne mit dem Zeigefinger auf irgendjemand zu zeigen, wenn es demjenigen schlecht geht, wirklich, dass es an seiner Resonanz, sprich an seiner Schwingung liegt. Und wenn wir schon dabei sind, uns irgendwelche Schuldigen auszupicken, ja, dann picken nicht irgendwelche Schuldigen raus. Es geht einfach nur darum, dass wenn etwas passiert, wenn es wirklich herzlich schlecht ist, weshalb du dich da auch herzlich schlecht fühlst, dass es nur eines zeigt.
dass du dafür eine Schwingung hattest und dass du niemanden sonst dafür verantwortlich machen kannst. Und das ist ein Satz, den sehr, sehr viele sehr schwer verdauen können. Ich weiß nicht so recht, ich bekomme ja so hin und wieder mal eine Gefällt-mir-Angabe, so ein Gefällt-mir, so ein Daumen hoch oder so. Nehmt mir das bitte nicht übel, aber ehrlich gesagt kommt mir das so vor, wie auf einer Demonstration, ich bin auch gegen den Krieg. Also weißt du, entschuldige bitte mal, wenn ich in Rage bin, was ich natürlich jetzt nicht bin, dann kann ich denjenigen, der sagt, ja, ich bin aber auch gegen den Krieg. Und das finde ich jetzt auch nicht gut. Wenn er allen dem Beifall geklatscht hat, und zwar all denen, die auf dem Weg gewesen sind, um genau das zu erfüllen, dann könnte ich diesen Satz mit Leuten, wenn die sagen, ja, das finde ich jetzt aber auch nicht gut, einfach nur links und rechts eine knallen. Für pures Nicht-Nachdenken. Und ich sagte schon einmal sehr, sehr oft, das Problem ist nicht, dass es Menschen gibt, die das noch nicht ganz verstanden haben. Das Problem sind die Menschen, die das nicht verstehen wollen. Und dabei sitzen wir bei einigen noch, ja, da sind wir noch sehr in den Kinderschuhen. Ich fand, ich sollte es euch erklären. Warum? Ich habe gar nichts mehr so zu tun, abgesehen davon. Ich meine doch, dass jeder sucht ja nun einen Sinn in dem eigenen Leben. Und der Sinn im eigenen Leben besteht immer darin, eine höhere Schwingung zu kriegen, damit alles das von einem abfällt, was einen eindeutig beschwert und eindeutig belastet und eindeutig ein schlechtes Gefühl gibt. Das ist gar keine Frage, darum geht es immer. Ja, dass es so viele nicht gerne umsetzen, ja. Sorry, also ich kann nur sagen, dass es sich so verhält. Ich meine, viele prügeln sich darum, dass das, was sie vorgefunden haben, dass sie damit ganz bestimmt recht haben. Damit habe ich recht und die anderen haben nicht recht. Ja, das ist Quatsch, es geht hier nicht ums Recht haben. Du kannst zu allem eine Meinung haben und ganz egal, sie wird richtig sein, es wird irgendjemand geben, der sie teilt. Aber ich bitte dich nur zu verstehen, dass das, was du glaubst, das richtig ist. Dass du dir mal sehr gut anguckst, in welche Ecke dich das rückt. Danke fürs Zuhören. Alles Gute für euch. Tschüss.